Sodale, und da bin ich auch schon wieder mit einer weiteren Aufnahme. Ich mache jetzt schon eine, obwohl wir ein bisschen was auf Lager eigentlich haben, aber das ist so eine Sache mit der Zeit in den nächsten paar Wochen, gerade wo ich mich ausgerechnet jetzt natürlich, wo ich so viel zu tun habe, fürs Double Feature entschieden habe, dass ja, da werde ich mir wahrscheinlich noch in den Arsch beißen deshalb. Nö, danke. Das weiß ich doch. Das ist doch. Ist doch löblich. So. Greifen den Feind an! Der Feind liegt mit meinem König! Sehen stolz in den Kampf, Herr! Gott, jetzt ist sogar das Kräfteverhältnis hier für unseren Kerl. Tatsache ist, ich wollte Hauptmann Juri gar nicht angreifen. Ja, mein König! Sondern die Stadt. Ja! Eure Befehle? Andererseits, wenn ich jetzt den Hauptmann Juri angreife. So, ich mache das einfach automatisch und wir haben sogar gewonnen. Sehr gut. Ich komme dahin. Sehr gut. Damit haben wir auch einen neuen General hier. Geiles Flower. Fauler, schade. Ich dachte Flower. Moment, hier ist jetzt gerade mein Ton wieder. Na, blödes Kabel hier. Doch, klingt ganz gut. Höre ich ihn auch. Euer König wird sich ja gut auf einem Pfahl. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Deine Mutter wird sich gut auf einem Pfahl machen. Auf in die Schlacht! Ohoho. Ja, mein König, belagere den Feind. Mein König! So. Attackieren den Feind, edler Herr! Tote! Nee, danke. Lang lebe der König! So, damit ist dann eigentlich auch der Krieg gegen Russland, glaube ich, weitestgehend entschieden. Nicht weiter, mein König! Mein König! So, das bringt ja nichts. So. Mein Herr. Los, Walter. Ja, mein Herr. Brandmann. Super gemacht, Walter. Glaube ich mal den Russen gezeigt, wo der Bär den Honig holt. Wie sieht's hier aus? Wollen wir mal? Nee. Wollen wir erst in zwei Runden wieder? Ich bin nicht wegen einer Waffenruhe hier. Das will ich doch hoffen. So, und auch hier in zwei Runden, also in zwei Runden geht's da weiter. Die Streitkräfte, mein König. Verlassen die Armee! Na toll, noch ein Ketzer. Ja, da will er jetzt die Stadt verteidigen. Tja! Könnte ihm natürlich gelingen. Kosakenmusketiere. Sehr effektiv gegen unsere Einheitentypen. Ist das? Das tun wir uns nicht an. Ab ist mit den Tapferen! Sammelt euch! Brecht das Lager ab! Die Belagerung ist zu Ende! Okay, gut. Probieren es also doch noch. Dann werden wir uns den jetzt stellen müssen. Bildet natürlich auch so den stärksten Kern der Armee. Was sie relativ berechenbar macht. Wir werden sie nicht kommen lassen können, so wie sonst, dass wir sie einfach auf uns zurennen lassen. Also das werden wir wieder tun, aber dann werden wir den Gegenangriff schneller starten als sonst. Und werden mal schauen, ob wir da dann in die gegnerischen Truppen reinrennen können. Hier gerade der frisch rekrutierte Flower, sehr gut, sind natürlich starke Einheiten, die wir hier haben. Muss man hier nochmal lobend erwähnen.
müssen wir uns echt nichts vorwerfen lassen. Mit denen kann man eine Schlacht gut gewinnen. Gleiches gilt natürlich auch für unsere tollen Gefolge-Langbogenschützen. Wo ich irritiert bin, dass hier nichts von Spitzfehlen steht. Naja. So, ich glaube, insgesamt müssen wir die gar nicht so breit ziehen. Dann lieber ein bisschen stärker. Damit sich die Reihen durch die gegnerischen Donnerstöcke nicht so schnell lichten. So, das hier ganz vorne dürften, glaube ich, die Kosaken sein. Kosakenmusketiere, ja, das kommt hin. Und sogar ein paar Söldner-Hakenbuchsen-Schützen haben sie. So. Jetzt sind sie nah. Laden nach. Hier ist dann der Hauptteil der Armee. Das ist natürlich nicht unklug gemacht. Jetzt müssen wir natürlich zurückbleiben. Auch wenn wir es eigentlich nicht wollen. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Sterben hier natürlich wie die Fliegen die Kosakenmusketiere. Gar keine Frage. Auch bei den Boja-Söhnen haut es den einen oder anderen um. So, jetzt haben wir natürlich gegnerische Büchsenschützen. Und die greifen wir ab genau jetzt massiv an. Schön über Kreuz laufen. So, Taktik ist rechts aufhalten, links eine Übermacht erzielen und so die Gegner schlagen. Ja, sieh mal einer an, die Kosaken werden also tatsächlich als Plänkler eingesetzt. Das bedeutet eine Umorientierung. Das ist natürlich echt ein schlechtes Szenario für unsere Feinde. Etwas unternehmen. Erste Russen sind bereits am Fliehen. Konnten wir Kosaken in direkte Duelle verwickeln. Das ist sehr gut und muss Ziel sein. In dieser Schlachtsituation haben die Kosaken keine Chance. 1 gegen 1 gegen Elitetruppen, wie sich auch hier oben zeigt. Ja, das könnte sehr wahrscheinlich dann auch das Ende bedeuten.
für die Verbände unserer Feinde. Ja gut, hier waren sie halt jetzt ein bisschen sehr übermächtig. So. Hier haben wir sie jetzt aber zum Fliegen gekriegt. So, dadurch könnten wir hier jetzt hinten reinstoßen. Kontext ist alles. Und haben sie jetzt auch an dieser Stelle hier besiegt. Oh, unser General ist in trouble. Da würde ich gerne intervenieren. Insgesamt haben wir die Schlacht hier aber sehr gut geführt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Das Leben ist nicht leicht für die Russen. So, noch macht's unser General. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Schneller reagieren müssen. War jetzt kein übermächtig toller General, aber war halt ein General, für den ich Hoffnung hatte. War es auch nicht nötig, wenn man den Feind besiegt. Bei der Gnade Gottes! Unsere Männer haben den feindlichen General, auch zerlegt. Dieser Feigling flieht! Kämpft wacker und brecht den Kampfgeist seiner Armee! Was zerknirscht, bin ich ja schon. Kann vielleicht mal diesen blöden Kosaken-Musketieren hier aufs Maul geben. Ist doch kein Zustand. Oh, ihr schweren Infanteristen. Dann zeigt mal, was für schwere Jungs ihr seid. Schlacht mal zu. Und für unsere Feinde war es das eh. Die Schlacht ist absolut gelaufen. Muss man ihn halt nur noch klar machen, ne? Chancenlos. Die Schlacht eigentlich schon längst verloren, die zappeln halt noch. So, jetzt fliegen wenigstens die Söldner Hakenbüchsenschützen. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und die feindliche Armee wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. Danke, danke. So, damit ist der Weg jetzt aber auch endgültig frei nach Novgorod. Riesiger kapitaler Fehler, den sie sich erlaubt haben. Als sie ihre eine Armee da weggezogen haben. Klug war das nicht. Komm,
Was das Problem ist, die eine Gruppe hier hinten. Jetzt sind sie sich doch wieder unsicher. Ich beende den Scheiß jetzt. Heroischer Sieg, das sehe ich aber auch so. Mittlerweile sind wir sogar in der Überzahl jetzt in Russland. Und die werden hingerichtet heute. Damit müssen sich die Russen jetzt zurückziehen in die Stadt, die nicht mal mehr voll besetzt ist. Heißt, letztendlich haben wir da gerade eben wahrscheinlich das Ende der Russen gesehen. Und wisst ihr was? Die Runde passiert nichts mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.